Das war die Konkurrenz Apple gegen Netflix in dem Fall. Apple hat in diesem Fall gewonnen. Das und nur damit hoch. Für Frieden war diese Veranstaltung jetzt auch nicht. Das kann man ganz sicher sagen. Ich glaube, da hat man Nachbearbeitungsbedarf in Hollywood. Thomas, Dankeschön. Russische Streitkräfte besetzen Sperrzone um die Atombombe von Tschernobyl, sind nach Angaben der ukrainischen Behörden neue Brände ausgebrochen. Wegen der russischen Truppen sei es im Moment unmöglich, die Feuer zu löschen. Russland hatte das Gelände zerstören zu wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ausgeschlossen, dass ein Regimewechsel in Moskau sei. Das sagte er in der ARD. Ein entsprechendes Dementi gab es zuvor auch von US-Präsident Joe Biden. Der hat Russen, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Ja, die. Dennoch wolle man so schnell wie möglich auf russische Kohle, Gas und Öl verzichten. Schon bald könne Deutschland den Import von Kohle beenden. Auch bei Öl könne es sehr schnell gehen. Die Kritik, Deutschland würde Putins Krieg indirekt mitfinanzieren, wies der SPD-Politiker ja bereits zurück. Die Sanktionen würden wirken. Russland könne mit dem Geld auf seinen Konten im Moment gar nichts anfangen. Gerechte Verteilung. EU-Innenminister beraten über Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in Europa. Eiserne Kuppel. Bundeskanzler Olaf Scholz will angesichts der Bedrohung durch Russland die Anschaffung des israelischen Raketenabwehrsystems Iron Dome prüfen. Und Schallendorfer, Will Smith rastet auf der Bühne bei der Oscarverleihung aus und holt sich danach im Goldblumen. Weiter geht's mit den Nachrichten hier aus dem Weltnewsroom. Herzlich willkommen. Und wir beginnen gleich mit ukrainisch-polnische Grenze geschickt, um die Flüchtlinge den Weg nach Frankreich zu erleichtern. Aber wie gesagt, bislang sind es nicht mehr als 30.000. Du hast schon gesagt, die öffentliche Meinung ist den Flüchtlingen gegenüber positiv eingestellt. Könnte sich das ändern, wenn irgendwann sehr viel mehr Menschen kommen sollten? Also im Augenblick habe ich diesen Eindruck nicht. Du darfst aber eins nicht vergessen, es sind die Flüchtlinge, die nicht nach Frankreich wollen. Das da wiederholt sich etwas, was sich schon im September 2015 am Münchner Hauptbahnhof abgespielt hat. Da hatte die französische Regierung hunderte von Bussen geschickt, um syrische Flüchtlinge nach Frankreich zu bringen. Und die wollten da nicht in diese Busse einsteigen. Und es ist beispielsweise in eben mehreren Städten, vor allem aber allerdings eben hier im Osten. Und damit zeigt sich auch so ein bisschen möglicherweise die Strategie beziehungsweise eben das künftige Vorgehen. Man hatte ja Ende letzter Woche schon verkündet, man wolle sich jetzt eben vor allem auf die, Zitat, Befreiung des Donbass konzentrieren, also auf diese Region hier. Gut so. Mhm.